Nimm auf den schwarz metallenen Thron Platz. Löse du das Rätsel, damit du herausfinden kannst, welchen Raum bald zum Finden des nächsten Hinweises betreten muss. Nimm auf dem schwarz metallenen Thron Platz. Hier? Ja, versuche dein Glück mit dem Pik Ass. Okay, das ist einfach. Life. What's the point anyways? Rätsel. Huch, was ist es duster hier? Hier? Ja. Vernichte die gottgefälligen Fütter, die verdammten. Der Extraktor? Schnapp dir ein paar königliche Diamanten, ist die Schatzkammer. Leerer Raum bis auf Schädelfässer, Belüftungsschächte und so weiter. Das ist der Raum hier oben. Life. What's the point anyway? Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon. Töte die Helden hier. Das ist einfach. Beef is back on the menu, lads. Missionsziel erreicht. Was hat das jetzt gebracht? Das ist wirklich eine tolle Falle, ey. Ey, warum könnt ihr da einfach so durchglitschen? Das findet Paul gar nicht toll. So, ihr geht mal jetzt Materialien besorgen. Und zwar nur einser Materialien erst einmal. So. Ich kann währenddessen Pilze umwandeln und Truppen ausheben. So und so und so. Und machen wir eine super Kampftruppe draus. So. Das sind jetzt schon mal 4 Überfälle mehr, die ich zu verzeichnen habe. Oh, hier ist ein Platz frei geworden. Für dich. Das heißt, wir brauchen gleich nochmal einen von den Jungs. Obwohl, ich könnte auch einen den Taurus habe ich da schon drin. Was könnte ich noch einpacken? Einen Recken. Ja, ein Recke ist auch gut. Dass das Ganze nicht zu stark wird. So, packen wir da noch einen Recken rein. Schicken die Jungs mal zum Essen. So, hier kann Squad 4 hin, hier kann Squad 3 hin. Ach nee, Squad 3 sollte erstmal trainieren gehen. So. Sieht alles andere okay aus? Sieht alles andere okay aus. Squad 4 kann essen. Der Squad levelt gleich auf. Sehr schön. Und ihr geht auch essen. Gut. Die Falle könnt ihr eigentlich fast schon abreißen und die letzten beiden und da einfach Dings Matschfallen hin, Zermatschgerungsfallen hinpacken. So, ich habe genug Materialien. Ich denke mal, ich wandle einfach mal einmal Materialien in Pilze um, dass ich wieder Platz habe für Materialien. Und wo schicke ich Squad 1 und 2 jetzt hin? Hier ist nämlich alles schon. Ah, ich schicke sie Pilze holen, genau. Squad 1 holt Pilze, Squad 2 holt Pilze. 25 Pilze nur.
Ja, okay, ist okay. Ist okay. Dann kriegen wir den letzten Punkt für die beiden Überfälle. Und dann ist das gut. Guti gut. Oh, und Balkan noch mehr Imps beschwören. So. Alles andere ist okay. Denke ich mal. So, hier geht es dann für uns weiter. Dann kann ich schon mal Baal und Squad 2 und 3 und 4 hier reinporten. Dann können sie schon mal die Mauer durchbrechen. Hier ist schon mal nichts. Oh, Rattenmenschen. Und zwar von der bösen Sorte. Da muss ich aufpassen, dass Teil 2 das Squads als auf den Deckel bekommt. Aber sieht okay aus. So. Letzten Trupp freischalten. Gleich mal die Prügeltruppe zusammenstellen. Und trainieren schicken. In diesem Raum ist nichts. Außer der Patrouille. Und Minotauren, die ich wohl beim Trinken gestört habe. Das wird denen wohl gar nicht schmecken. Au, die kloppen mir das Gurt da aber ganz schön weg. Okay, Squad 4 zieht sich mal zurück. Squad 4 braucht neue Truppen. Was habt ihr noch? Den Recken und den Schreckensfürsten. Ihr braucht auf jeden Fall mal einen Priester. So, Squad 5 geht mal essen. So, ihr braucht einen Priester und... Was könntet ihr noch gebrauchen? Taurus? Ne, ich gebe euch mal einen Fernkämpfer. Eine Hexenmeisterin. Priester. Und eine Hexenmeisterin. Trainieren. Und für euch habe ich die ganzen Materialien. So. Dann ab mit euch zu Baal. So. Jetzt können wir weiter gucken. Ich habe so das Gefühl, ich gehe schon wieder Orte ab, die ich gar nicht abgeben müsste. Obwohl doch hier hinten ist so eine Truhe. So, alle kloppen. Oh, der kriegt gut aufs Maul. Und da oben einer meiner Fernkämpfer. Life. What's the point anyway? So, besser. Okay, hier war ich schon mal auf dem richtigen Weg. So, noch eine Truhe. I have wings, don't I? So. Und zum Essen mit euch. Oh, how tedious. Hier geht mal aus dem Weg, dass Baal diese Truhe öffnen kann. Oh, that is just offensive. A tableau of a naked queen standing knee-deep in a swimming pool overflowing with raw meat products? How is that for decadence? Keep it up, Death Slayer. The people of Bedouar won't stand for this. Ja. Was für Zeug wir da finden, ist ein bisschen makaber. Okay, ihr seid jetzt mit Essen beschäftigt. Der Rest kloppt sich. Gut, alles okay? Ja. Her mit euch. Hier sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Gehe ich erst hier oben rum oder gehe ich erst hier durch? Na, erstmal breche ich hier durch. So, dass wir die Abkürzung freigeschalten haben. Und dann suche ich die anderen Wege.
Also ja, interessant. Das war einfach nur ein Raum für eine Sidequest, die wir einfach so mal spontan bekommen haben. Okay, da geht's nicht weiter. Da ist nur auch wieder so ein komischer Heldenzugang. Wobei hier nie irgendwelche Helden rauskommen aus den Dingern. Hier bin ich rausgekommen. Die Räume haben wir alle abgesucht. Oh, waren wir da oben? Ich gehe mal da oben lang. Währenddessen gucke ich mal. Also punktemäßig sind wir jetzt, glaube ich, wohl an unserem Maximum angekommen. Ja, hier ist alles grün. Hier könnten wir einen Punkt, aber der rentiert sich nicht. Also für den hätten wir den Rattenmenschen noch gebraucht. Hier haben wir alles. Hier fehlen zwei Punkte und das war's dann auch schon. Also nee, mehr Punkte können wir definitiv nicht erreichen. Oh, und hier gibt es noch mehr Wege. Sehr schön. Ne, ich schlage erstmal das hier ein. So. Und dann hauen wir die Helden hier um. Heroes are entering your dungeon. Hey, Heroes im Dungeon. Ihr verkrümelt euch mal ganz schnell von dort. Ich habe wirklich das Bedürfnis, die Stinkebrühe hier abzureißen und sie durch so einen hier zu ersetzen. So, weil die werden jetzt noch giftig und werden dann hier aufgespießt. Genau. Oh, der Krieger kommt durch. Na, den macht Ball mal kurz fertig. Also man merke, zwei solche Giftdinger reichen völlig aus. Mit zwei so Manschern. Und vielleicht sollte ich dann doch lieber die anderen, die billigen Manscher benutzen. Das nächste Mal wieder. Die sie nur kurz umhauen. Interesting. That document you found is actually an IOU note signed by the Queen herself. Apparently, she has bought a crapload of assorted drugs from someone named Paula Escargo without having the gold to pay for it. So, es sind nur noch drei, vier Truhen hier, sehe ich. Ich werde aber erstmal in die andere Richtung wieder gehen, weil hier gleich eine Truhe war und ich habe so das Gefühl, die da oben, na, die können wir wahrscheinlich von hier oder von hier sogar erreichen. Aber ich will nicht zu oft jetzt im Kreis laufen. Oh, Zauberer. Hier, blitzt euch mal ein. Wie sieht es mit meinen Gruppen aus? Die sind immer noch voll dabei. Au, kriegen wir aber doch noch was auf die Omme. Okay. Was haben wir hier? Deathslayer. The crate you found in one of the basements was jam-packed with super strong pulverized snowweed leaves, and attached to it was an order form signed by Queen Edwina herself. The substance in question is illegal and associated with carnival, prostitution, and dance music. Another perfect piece of incriminating. Fantastic! We have the girls and enough proof to make the Queen hand over the crown. I will send my soon-to-be wife to the Queen with a message, telling her to step down in favor of her daughter, else we will expose the truth and she will lose everything. You just make sure we all survive long enough for her to make the delivery. Be ready. Our scouts are saying that there is a large wave of heroes incoming. Oh yeah, I see it.